heute gibt es wieder ein neues Diary und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bekomme es mit dem neuen Objektiv, dass ich nicht zu sehr wackel, weil ich glaube, der Bildstabilisator ist da ein bisschen schlechter drin. Jedenfalls habe ich heute Morgen jetzt schon ein Video gedreht und ein Video geschnitten und jetzt geht die große Kocherei los, da ich meinen Geburtstag noch feiere und ich nehme euch so ein bisschen mit. Auf jeden Fall jetzt Diary-mäßig und ich habe eigentlich auch vor, so ein bisschen was mit Rezepten zu filmen für euch und also so Inspiration, was man so für Partyrezepte machen kann, so Snacks, weil ich mache Fingerfood und auch mit der Deko wollte ich euch dran teilhaben lassen und ich lege jetzt mal los. Ich bin vorhin aufgestanden und sitze jetzt schon die ganze Zeit wieder am Computer, will gleich duschen und Haare waschen, damit ich schöne Haare habe, nachher wieder fürs Video drehen und einfach so, weil es mal wieder an der Zeit ist. Und mein Geburtstag und meine Feier ist schon wieder rum. Es ging alles viel zu schnell vorbei. Es war mega, mega schön. Ich werde euch da wahrscheinlich nochmal ein bisschen was zusammenschneiden. Ich habe das Material noch gar nicht angeguckt, obwohl der Geburtstag jetzt schon wieder 4 Tage vorbei ist. Ich wollte euch noch die Überbleibsel von meiner Geburtstagsparty zeigen. Wie ihr seht, da geht schon so ein bisschen die Luft raus. Die waren aber so schön. Die Luftballons, die waren von Nanunana und die sind so leicht metallisch und ja, voll schön. Und dann mein ganz großer Schatz, da habe ich mich so gefreut, und zwar die 30 hier aus diesen silbernen Luftballons und so cool. Die habe ich bei Amazon gekauft und werde ich euch in der Infobox verlinken. Es war so, so schön, weil alle gekommen sind, die ich eingeladen hatte. Es war wirklich echt auf dem Platz knapp. Es hat exakt gepasst. Es hätte keine Person mehr eigentlich hierher gepasst. Aber sowas einfach perfekt und es war alles super lecker. Die Leute haben noch was zu essen mitgebracht und es war einfach so schön, mal so viele coole Leute an einem Tisch sitzen zu haben. Weil ich kannte die eigentlich alle nur so einzeln. Die kannten sich zwar teilweise so über Instagram und so und durch mich halt, durch meine Erzählungen, aber noch nicht persönlich. Und jetzt habe ich sie alle mal zusammengebracht und es war einfach wunderschön für mich. Und ja, warum ich jetzt eigentlich gerade die Kamera ausgepackt habe, ist, weil ich so stolz bin. Ja, ich bin jetzt wieder so ein bisschen, ich wollte eigentlich auf meinen Geburtstag hin abnehmen und ich mache da wahrscheinlich auch mal jetzt dann demnächst ein extra Video mit Abnehmen-Update, weil es interessiert mehr Leute als die Diaries angucken. Und ja, weil natürlich interessiert jeden, wie ging es weiter, weil ich ja letztes Jahr 6 Kilo abgenommen habe und dazu ja auch Videos gemacht habe. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin stehen geblieben. Wie gesagt, da kommt nochmal ein extra Video, aber seit ein paar Tagen, weil ich wollte auf meinen Geburtstag hin eigentlich ein großes Ziel erreichen, habe ich nicht. Jetzt ist der Sommer mein nächster Anhaltspunkt und warum ich die Banane zeige. Ich hatte gerade Hunger. Es ist jetzt so 11 Uhr ungefähr und ich hatte Hunger und anstatt mir jetzt irgendeinen Keks zu holen, was so meine erste Initiative eigentlich ist, oder sagt man Initiative, mein erster Gedanke zur Zeit gewesen ist, in den letzten Wochen, Monaten, bin ich in die Küche und habe mir eine Banane geholt. Ja, und da bin ich jetzt ganz stolz gewesen und wollte das mit euch teilen und jetzt gehe ich duschen. Ich bin geduscht und fühle mich richtig wohl und übrigens, das ist mal Tageslicht. Wenn es draußen bewölkt ist und ich den Roller an oben habe, dann ist hier drin so hell. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen genossen, weil ich hatte ja vorgedreht durch meine Geburtstagsparty und so. Und es ist einfach so schön hell hier drin. Ich muss echt öfter mal den Roller am Tag so hoch machen. Und ich werde demnächst ganz, ganz viel aussortieren, wollte ich euch noch sagen. Und euch noch sagen, wo ihr die Sachen bekommen könnt, weil ich werde meinen Blog-Sale auf der Webseite erstmal zumachen. Und werde einen echten Flohmarkt machen und da können wir uns treffen. Bald gibt es mehr Infos dazu und da werde ich jetzt auch dann fleißig noch weiter aussortieren. Und ich habe übrigens auch ein Video gemacht zu meinem Haarschnitt, weil ich habe das Ganze wieder optimiert und habe das Video, schneide ich jetzt gerade. Und wenn ihr dieses Video hier seht, ist es schon online seit Sonntag. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, das werde ich euch in der Infobox verlinken. Das ist totale Übel von einem YouTuber. Ich habe gerade mein Video gedreht und war jetzt gerade total zufrieden und habe gedacht, okay, vielleicht könnte es ein bisschen lang gewesen sein, aber muss passen. Und jetzt stelle ich fest, mein Mikrofon ist aus. Ich habe es vergessen einzuschalten. Geil. Jetzt nochmal drehen und von vorn. Hey, no, no, no.
Sonne und ich habe gerade ein Video fertig gedreht und fange jetzt an, meinen Schrank auszusortieren. Dann nehme ich euch natürlich auch mit und mache da wieder so die Nur-was-ich-mag-Reihe weiter damit. Und ich weiß noch nicht genau, wann es online kommt, aber auf jeden Fall bin ich gerade mega stolz auf mich, weil ich gerade ein cooles Stativ gebastelt habe, beziehungsweise ein Stativ umfunktioniert habe, um mein Mikrofon draufzustellen, weil ich das ja alles so ein bisschen optimiert habe vom Sound mit einem Verlängerungskabel. Und ich hatte kein Stativ bis jetzt, was eben auf das Mikrofon gepasst hat vom Verschluss. Und ich habe mir jetzt ganz einfach beholfen. So sieht es dann aus. Ich bin einfach hingegangen, habe das hier draufgelegt, draufgestellt und dann mit einem Haushaltsgummi das so drum gewickelt. Tada! Jetzt habe ich ein Stativ für mein Mikrofon. Ich sitze gerade im Hotel und schneide mein Video fertig, was ihr gerade in diesem Moment hier anschaut. Weil ich festgestellt habe, dass ich ganz vergessen habe, ein Ende für euch zu drehen. Und ja, ich bin gerade unterwegs, wie gesagt. Ich war bei einem Event und morgen muss ich nochmal zu einem Termin. Und davon werde ich euch aber im nächsten Diary genauer erzählen und berichten. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, dass ich euch mitgenommen habe. Ich schneide jetzt noch so ein bisschen mein Video und treffe mich gleich noch mit der Vanya. Kennt ihr wahrscheinlich ja auch vom Kanal Kind of Rosie. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls ihr sie noch nicht kennt. Aber ich denke, ihr kennt sie schon. Sie war ja schon mal auf meinem Kanal und ich auf ihrem. Ich werde euch die Videos mal in die Infobox verlinken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht mit mir. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!